die sibyllinischen Orakel. Höre, Volk des stolzen Asiens und Europas, was ich durch meinen honigstimmigen Mund von unserer Orakelstätte aus mit lauterer Wahrheit zu weissagen mich anschicke. Nicht eines lügenhaften Phoibos Orakelkünderin, den eitle Menschen einen Gott nannten und mit weiterer Lüge einen Seher, sondern des großen Gottes, den nicht Hände von Menschen gebildet haben, stummen, aus Stein gehauenen Götzen ähnlich, denn auch als Haus hat er nicht einen im Tempel niedergesetzten Stein, ganz taub und stumm. Schmerzvollen Schimpf und Schaden der Menschen, sondern welches man von der Erde nicht sehen noch messen kann, mit sterblichen Augen, nicht gebildet von sterblicher Hand, welcher, indem er alle zugleich sieht, selbst von keinem gesehen wird. Welchem gehören die finstere Nacht und der Tag und die Sonne, die Sterne und der Mond und das fischreiche Meer, und die Erde und die Flüsse und die Mündung der immer rinnenden Quellen, Geschaffenes zum Leben und die Regengüsse zugleich, die die Frucht des Feldes hervorbringen und die Bäume und die Weinstöcke und die Ölbäume. Dieser hat mir die Geißel durch den Sinn hineingetrieben, dass ich den Menschen das, was jetzt und was hernach sein wird, von dem ersten Geschlecht an bis das elfte kommt, gewiss erzähle. Denn alles wird er selbst in der Erfüllung als wahr erweisen. Du aber, o Volk, höre in allem auf die Sibylla, die aus frommem Munde die wahrhaftige Stimme ertönen lässt. Glückselig werden jene Menschen auf Erden sein, die den großen Gott lieben werden, ihn preisend, bevor sie trinken und essen, frommem Sinne vertrauend, die da sich abwenden werden von dem Anblick aller Tempel und Altäre. Eitler Gründung aus tauben Steinen, die befleckt sind mit dem Blute lebender Geschöpfe und mit Opfern vierfüßiger Tiere. Vielmehr werden sie sehen auf die große Herrlichkeit des einen Gottes, weder frevelhaften Mord vollbringend, noch gestohlenen, unendlichen Gewinn nehmend, was ja das Schlimmste ist, noch nach fremdem Lager schimpfliches Verlangen hegend, noch nach der verhassten und schrecklichen Schändung von Knaben. Ihre Weise und Frömmigkeit und Sitten werden die anderen Männer niemals nachahmen, nach Schamlosigkeit verlangend, sondern werden sie mit Spott und Gelächter höhnen, töricht in Unverstand, und werden jenen anlügen die frevelhaften und bösen Werke, die sie selber tun, denn das ganze Geschlecht der redenden Menschen ist voll von Misstrauen. Aber wenn dann das Gericht der Welt und der Sterblichen kommt, welches Gott selbst veranstalten wird, richtend zugleich die Gottlosen und die Frommen, dann wird er die Gottlosen zurück ins Dunkel schicken, und dann werden sie erkennen, wie große Gottlosigkeit sie getan haben. Die Frommen aber werden bleiben, auf der kornspendenden Erde, indem ihnen Gott Geist und Leben zugleich und Gnade gibt. Aber dieses wird alles im 10. Geschlecht erfüllt. Jetzt aber will ich sagen, was vom 1. Geschlecht an sein wird. Zuerst werden die Assyrer über alle Sterblichen herrschen, 6 Geschlechter hindurch im Anfange der Welt regierend. Von da ab, wodurch den Zorn des himmlischen Gottes mitsamt den Städten und allen Menschen die Erde vom Meere bedeckt wurde, indem die Sintflut ausbrach. Sie werden von den Medern gestürzt werden, und diese werden sich der Herrschaft berühmen auf nur 2 Geschlechter. Unter ihnen werden diese Dinge geschehen. Finstere Nacht wird sein zur mittelsten Stunde des Tages. Die Sterne werden vom Himmel verschwinden und die Scheibe des Mondes. Die Erde aber, von einer Bewegung großen Erdbebens erschüttert, wird viele Städte und Werke des Menschen zu Boden werfen. Aus der Tiefe werden alsdann Inseln über das große Meer emportauchen. Aber wenn der große Euphrat von Blut überfließt, dann wird zwischen Persern und Medern schrecklicher Kampf und Krieg erhoben werden. Die Meder aber, fallend unter dem Schwere der Perser, werden fliehen jenseits der großen Wasser des Tigris. Den Persern wird alsdann die große Macht über die ganze Welt gehören. Ihnen ist ein Geschlecht der Herrschaft in des Reichtums Fülle beschieden. Es werden aber geschehen alle bösen Dinge, die die Menschen fern von sich wünschen. Kämpfe und Blutvergießen und Zwiespalt und Flucht und Umsturz von Türmen und Zerstörung von Städten. Wenn das stolze Hellas nach dem breiten Hellespont gefahren kommt, den Phrygiern und Asien schweres Geschick bringend. Aber in das ackerreiche und weizentragende Ägypten wird Hunger und Unfruchtbarkeit im Umschwunge von 20 Jahren einkehren, wenn der die Ähren nährende Nil anderswo unter der Erde sein dunkles Wasser birgt. Gegen Hellas wird aus Asien ein großer König die Lanze erhebend, mit zahllosen Schiffen die nassen Pfade der Tiefe zu Fuß überschreiten, den hochgipfligen Berg aber durchschneidend zu Schiffe durchfahren, doch ihn wird als Flüchtling aus dem Kriege das schreckliche Asien empfangen. Das arme Sizilien wird ganz und gar verbrennen, eine Flut mächtigen Feuers, in dem aus dem Ätna die Flamme hervorgespien wird.
Kroton, aber die große Stadt, wird in die tiefe Flut fallen. In Hellas wird Streit sein. Gegeneinander zur Wut entzündet, werden sich viele Städte zu Boden stürzen und viele Männer im Kampfe verderben. Der Streit aber wird im Gleichgewicht gegeneinander sein. Aber wenn die Zeit zum 10. Geschlecht der redenden Menschen kommt, dann wird dem Persern Knechtes Joch und Furcht beschieden sein. Aber des Zepters werden sich die Makedonier berühmen. Es wird auch Theben hinterdrein schlimme Einnahme widerfahren. Die Karier werden Tyros bewohnen, die Tyrier werden zugrunde gehen, und ganz Samos wird der Sand unter Dünen verhüllen. Delos ist nicht mehr sichtbar, unsichtbar ist alles von Delos. Und Babylon, groß im Anblick, klein im Kampfe, wird dastehen mit unnützen Erwartungen ummauert. Baktra werden die Makedonier bewohnen, aber die von Baktra und Susa werden alle fliehen zum hellenischen Lande. Kommen wird den Nachkommen die Zeit, wenn der Pyramos mit silbernen Strudeln, Dünen vor sich hinschüttend zur heiligen Insel gelangt. Und Sybaris wird fallen und Kisikos, wenn die Erde durch Erschütterung heftig bewegt wird und die Städte hinsinken. Kommen wird auch den Rhodian Unheil, zuletzt aber am größten. Auch Makedonien hat nicht immer die Herrschaft, sondern vom Westen her. Wird ein großer italischer Krieg erblühen, unter dem die Welt in Italien dienen wird, das Knechtesjoch tragend. Karthago, auch dein Turm wird zur Erde das Knie senken. Armes Laodikeia, dich wird erstmals das Erdbeben zu Boden stürzend verwunden. Wiederum aber wirst du dich aufrechten als Stadt mit breiten Straßen. Auch du, armes Korinth, wirst einstmals deine Einnahme sehen. Armenien, auch dich erwartet der Zwang der Knechtschaft. Es wird auch für Solima der böse Sturm des Krieges kommen, von Italien her. Und den großen Tempel Gottes wird er entleeren, wenn sie der Torheit vertrauend die Frömmigkeit wegwerfen werden und schreckliche Mordtaten im Tempel vollbringen. Und dann wird von Italien der große König wie ein Entlaufender fliehen, verschwunden, verschollen über den Strom des Euphrat, welcher einst Blutschuld schrecklichen Mordes an der Mutter wagen wird, und vieles andere der bösen Hand folgend. Viele aber werden um den Thron Roms den Boden mit Blut besudeln, nachdem jener entlaufen ist jenseits des parthischen Landes. Nach Syrien aber wird ein Fürst Roms kommen, der mit Feuer den Tempel von Solima verbrennend und viele Menschenmörder zugleich das große breitstraßige Land der Juden verderben wird. Und dann wird Salamis und zugleich Paphos das Erdbeben verderben, wenn das ringsumspülte Kypros das dunkle Wasser überbraust. Aber wenn aus der Erdspalte des italischen Landes das Feuerzeichen hervorblitzend zum weiten Himmel kommt und viele Städte verbrennt und Männer vernichtet und viele rußige Asche den großen Äther erfüllt und Tropfen vom Himmel fallen, dem Menig gleich, dann erkennt den Zorn des himmlischen Gottes darum, dass sie den unschuldigen Stamm der Frommen verderben. Nach dem Westen wird alsdann der sich erhebende Streit des Krieges kommen und der Flüchtling von Rom, die mächtige Lanze erhebend, den Euphrat überschreitend mit vielen Tausenden. Armes Antiochia, dich wird man nicht mehr eine Stadt nennen, wenn du durch Torheit unter italischen Speeren fällst. Auch Syrien wird alsdann die Pest verderben und schrecklicher Krieg. Wehe, wehe, armes Kypros, dich wird die breite Woge des Meers verbergen, durch winterliche Stürme emporgeworfen. Es wird aber nach Asien kommen der große Reichtum, den einstmals Rom selbst geraubt und in dem schätzereichen Hause niedergelegt hat. Und zweimal so viel anderes wird als dann zurückerstatten nach Asien, und dann wird es Krieges sein. Es wird aber nach Asien kommen der große Reichtum, den einstmals Rom selbst geraubt und in dem schätzereichen Hause niedergelegt hat. Und zweimal so viel anderes wird es als dann zurückerstatten nach Asien, und dann wird Krieg sein. Die Städte der Karier an den Ufern des Maiandros, sie alle, die da herrlich aufgetürmt sind, wird bittere Hungersnot verderben, wenn der Maiandros sein dunkles Wasser verbirgt. Aber wenn die Frömmigkeit den Menschen verloren geht, die Treue und das Recht, und sie in gottlosen Wagnissen lebend Übermut vollbringen, frevelhafte und böse Werke, auf die Frommen aber niemand Rücksicht nimmt, sondern die schwer Verblendeten in Torheit sogar dieselben alle verderben, an Freveltaten sich freuend und auf Blutvergießen die Hände gerichtet habend, dann möge man wissen, dass Gott nicht mehr gnädig ist, sondern vor Zorn knirscht und das ganze Geschlecht der Menschen zugleich verderben will unter einem großen Brande. Ach, ihr armen Sterblichen, ändert dies und bringt nicht zu jeglichen Zorne den großen Gott, sondern fahrend lassen die Schwerter und den Jammer und Männernmord
und die Freveltaten, batet den ganzen Leib in immer fließenden Flüssen und die Hände zum Himmel ausstreckend, bittet um Vergebung für die bisherigen Taten und sühnt mit Lobpreisungen. Die bittere Gottlosigkeit. So wird es Gott gereuen und er wird euch nicht verderben. Er wird seinen Zorn wiederum stillen, wenn ihr alle die hochgeehrte Frömmigkeit in eurem Geiste übt. Solltet ihr aber bösen Sinnes mir nicht gehorchen, sondern ruchlosen Sinn liebend dies alles mit bösen Ohren aufnehmen, so wird Feuer über die Welt kommen, bei welchem dies das Zeichen ist. Schwerter, Trompeten mit dem Aufgang der Sonne. Die ganze Welt wird ein Gebrüll und einen schrecklichen Schall hören. Verbrennen wird es die ganze Erde und das ganze Geschlecht der Männer vernichten. Und alle Städte, die Flüsse zugleich und das Meer ausbrennen wird es alles, dass es zu rußigem Staube wird. Aber wenn dann alles zu Staub und Asche geworden ist und Gott das unsägliche Feuer stillt, er, der es angezündet, dann wird Gott selbst wiederum die Gebeine und den Staub der Männer gestalten und die Sterblichen wieder aufrichten, wie sie zuvor waren. Und dann wird das Gericht sein, bei welchem Gott selbst richten wird, die Welt wiederum richtend. Alle, welche in Gottlosigkeit gesündigt haben, die wird wiederum die aufgeschüttete Erde verbergen, der modrige Tartarus, die Tiefen und die stygische Gehenne. Aber alle, die da fromm sind, werden wiederum auf der Welt leben, indem ihnen Gott den Geist gibt und leben zugleich. Und Gnade den Frommen. Sie alle werden dann einander sehen, das liebliche und erfreuende Licht der Sonne schauend. O glückselig der Mann, der zu jener Zeit sein wird.